Hilfe, Tobi! Tobi! Nein, Tobi! Scheiße, Alter! Scheiße! Wir sind gerade zwischen den Folgen und die kamen einfach hier auf die Plattform. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich musste ganz schnell fliehen, weil ich keine Rüstung anhab. Scheiße. Ja, ich meine, jetzt ist auch egal. So, habe ich alles? Oh, ich habe auch noch die Hälfte an Gesundheit. Okay. Scheiße. Ich komme halt nicht raus. Jetzt nicht mehr. Okay, Nummer 1 ist weg. Tobi! Tobi, da bist du ja! Warte! Hi! Warte! Nein, hast du respawned? Nein. Hast du den Timer abgelaufen oder irgendwas? Ich bin... Bei mir bist du einfach verschwunden. Ja, ich bin schwierig, aber bin immer noch tot. Warte, ich hör dich gerade nicht, weil es hier echt... Weil der Penner hier echt laut ist gerade. Boah. Die haben einfach angegriffen. Die kamen hier rüber gesprungen. Irgendwo ist er noch... Ah, Muschiklaus ist tot, okay. Okay, wo bist du, Tobi? Ich bin im Flugzeug, ich bin aber trotzdem tot. Soll ich mal Neustart drücken? Meine Leiche müsste da noch liegen, oder? Also deine Klamotten liegen, glaube ich, hier. Mach mal. Ich glaube, deine Leiche ist im Wasser, wenn ich das richtig sehe. Alter. Nimmst du schon auf? Ich hab das jetzt gerade mal aufgenommen, einfach mal so. Als Zeitzeugenprogramm. Ach so. Aber hier liegen nur noch deine Klamotten? Was ist mit deiner Leiche? Ich hab keine Ahnung. Ist die im Wasser? Alter, wie die hier rübergebrochen kamen. Alter, ich war gerade in der Map. Schweine. Okay, hier liegt irgendwas. Ich weiß noch nicht, ob es eine Leiche ist. Ich kann hier irgendwas aufheben. Also mein Totensymbol ist auf jeden Fall bei uns zu Hause da hinten. Okay. Dann probieren wir das gerade mal. Gut, ich beende mal kurz das Zeitzeugenprogramm und ja. sehen wir uns gleich wieder in der Folge. Bis gleich. Wow, was war das denn gerade, Erik? Wow, Alter, wow. Ich weiß jetzt nicht, ob du das vor deiner Folge geschnitten hast, aber ja, wow. Wow, Tobi, wow. Wie du gerade verprügelt wurdest und ich einfach nur zugucken konnte und dann geschrien habe, Tobi, damit du mich hörst über deine Kopfhörer und aber gerade was zu trinken holen warst. Wow. Wow, also das war, ich guck mir das auf jeden Fall nochmal an. Das war sehr schön. Ich habe leider zu spät auf Aufnahme gedrückt. Die kamen hier rübergebrochen, zu dritt übrigens, kamen die aus dem Wald hier rübergebrochen. Ich habe natürlich geguckt, was da los ist, und dann kamen die aber alle schon hier rüber gesprungen. Muschiklaus nach da unten und die Thrombosen-Jonas und Galoppelheinz einfach hier runter und dann auf dich drauf. Also, weil ich natürlich auch heldenhaft, ich habe versucht, dich zu verteidigen, aber gegen beide keine Chance. Habe ich vielleicht noch eine Rechnung mit denen? Also haben die vielleicht noch eine Rechnung mit mir offen gehabt? Wer weiß. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir das Baby aufgehängt haben, Erik. Vielleicht, weil wir das Baby aufgehängt haben. Ja, ich meine, bevor es schimmelt. Und guck mal, wir haben denen noch hier Götzenschreine. Guck mal.
Ja, vielleicht deshalb. Vielleicht dachten die, das ist das ganze Haus. Weil ich dachte, die so, weißt du, das ist... Achso, das ist meine Mutter. Das ganze Haus. So? Das ganze Haus einfach. Ja, das kann natürlich sein. Arschloch. So. Okay, also. Tobi, wollen wir die Sachen noch zu Ende bauen oder willst du direkt in die Höhlen oder wie machen wir es? Nö, also ich würde jetzt nochmal Stöcke sammeln gehen, okay, und das da fertig machen. Das, okay. Das sieht da unten links nicht schön aus. Ja, da bin ich ganz bei dir, finde ich auch. Also ich mache mich auch immer so nervös, ich krieg dann auch mal so einen Zucken im Auge. Oh, ist nicht fertig. Wenn irgendwas... Ich guck dann wie ziemlich... Ja, vor allem, wenn unten links da steht Baumstämme, oh, da ist noch irgendwas. Oh. Vielleicht hat er auch deshalb so gezuckt die ganze Zeit. Vielleicht war das gar nicht, weil der so mutiert ist, sondern vielleicht hat er irgendwas nicht fertig gebaut. Oh, das ist jetzt aber ein Plot-Twist. Ja. Ich meine, ist ja dein Sohn immerhin, ne? Das ist ja vielleicht auch vererbbar. Ja gut, das stimmt natürlich, das stimmt. Krass. Vielleicht wollte er einfach was bauen. Ja, das kann sein. Aber jetzt guck doch mal, wie ist das Mädchen, Lucy? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, egal, die ist tot. Nee, aber ich meine, guck mal, die ist jetzt schon so lange auf der Insel und die hat nichts gebaut. Nichts. Ja, das ist halt Tobi. Typisch, das ist halt typisch Frau, ne? Gut, der Junge hat auch nichts gebaut, wenn wir ehrlich sind. Ja, das ist halt typisch Mann. Also lame. Ganz, richtig lame. Gerade nochmal die Kurve gegangen. Ja, Gott sei Dank. Aber dass die beiden, ganz ehrlich, dass die beiden jetzt gestorben sind, also, sorry. Ja, die haben ja auch gar nicht, die haben ja nichts bereichert hier im Wald. Nee. Die haben nicht einen einzigen Baum umgelatzt. Ich schäme aber mich. Dann, ich schäme mich für das Erbe jammern. Meiner Lenden. Was? Aber dann jammern, weißt du? Ja, so ist es halt. So ist es halt. Beim Jammern sind sie immer groß. Das geht immer ganz schnell. Das sind die Schwänze. So. Okay, ja, hier kann man eigentlich auch mal... Mal gucken, was dann da hinkommt. Das wissen wir noch nicht. So. Ein Baumstamm mitgebracht. Das wird alles ändern. Was soll ich mit dem Baumstamm eigentlich? Ach, die waren ja hier für den Tisch, den wir noch nicht bauen können. Boah, geht aber voran hier, ne? Wir haben gut was geschafft in den 4 Folgen, die wir jetzt gebaut haben, ja. Boah. Alter, die Knochenkörbe. Ich habe noch nie so viele Knochenkörbe auf einmal gesehen. Aber ich glaube, andere haben da schon ganz anderes gebaut. Boah, wenn ich sehe, was... Huch! Wenn ich sehe, was Leute teilweise im Creative Mode bauen, ne? Aber da ist natürlich auch viel einfacher, aber trotzdem. Puh. Gut, normalerweise würden jetzt einige sagen, das, was wir da gebaut haben, das haben wir so bestimmt im Creative Mode gebaut. Ja gut, wahrscheinlich ja. Aber wir sind einfach engagiert. Muss man auch mal so sehen. So. Okay, der ist dann richtig, wenn er so rumhängt. Ah, den kann ich da nicht in die Ritze hängen? Dann hänge ich den hier in die Ritze. Gut. So, haben wir hier auch ein bisschen Licht am Eingang. Was hast du da gerade gebaut? Okay. Ich habe ein bisschen Licht am Eingang gemacht. Nix Aufregendes. Achso. Ja. So, und ein paar Schädellampen auf der anderen Seite wollten wir auch bauen. Hier auf der hier. Da haben wir auf jeden Fall viel Auswahl. Okay, Schädellampe... Wie rum ist die denn? Oh, ich brauch Sticks. Okay, alles klar. So. Komme. Ja. Kein Stress. So. So. Das Schöne ist, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir müssen uns ja nicht hetzen. Oh, das war das Falsche. Nee. So. Brauchst du noch Schädel? Ich habe auch noch 4 oder 5 Stück. Ja, ich mache hier gerade so ein paar Lämpchen hin. Auf die andere Seite vom Haus. Ach ja, siehst du ja gerade schon. Moin. So, weil ich es einfach schade finde, immer wenn wir jetzt die Knochenkörbe füllen, dass wir dann, die Schädel alle immer wegschmeißen müssen. Fand ich so ein bisschen schade. Ja, muss ja nicht sein. Man kann die auch wiederverwenden. Richtig. Das denke ich mir eben auch. Wenn die schon mal da sind, ne, Recycling ist alles.
Ja. So. Absolut. Jo, dann hier nochmal. Da. Huch, der Baum wächst aber günstig hier. Okay. Gummibären. So. Das wäre so die erste Reihe. Bisschen ruhiger gerade, ne? Ich vermisse so ein bisschen das Höhlenerforschen vermisse ich dann auch tatsächlich doch ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja noch drei Höhlen. Ja, die kann man nicht wirklich erforschen, leider. Das sind nur ganz kleine Höhlen. Ach so. Ja. Ja gut, aber Hauptsache man hat es halt trotzdem gemacht. Das stimmt. Ah, Mist. So. So. Habe ich gerade ein schelmisches Lachen gehört? Ich glaube, es war eine Dings. So eine, hier, ne? Wie heißen die Viecher? Also so ein Kannibale? Ja. Kannibal-Lektor? So, okay. Kann ich den hier vielleicht nochmal... So. In die Nische. Okay. So, ja, wir brauchen unverschämt viele Sticks, glaube ich. Ich geh mal auf die andere Seite ein bisschen gucken. Weil wenn du die eine Seite abgrast, dann mache ich mal hier die andere Seite ein bisschen. Da. Wir brauchen wirklich viele Sticks in letzter Zeit, ne? Also da haben wir... Ja, aber gut, die ganzen scheiß Jungbäume, die bringen ja auch die Männer was, weißt du? Ja, gut, das stimmt. Ich meine... Alles nur Platzverschwendung. Ja. Wie gesagt, da könnte man Parkplätze für Greenpeace bauen. Aber nein, die jungen Bäume nehmen ja alles weg. Ja. Die fragen halt auch nicht, weißt du. Oh. Oh, wir kriegen Wasser in unsere Schälchen. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Oh, da hört sofort auf zu regnen jetzt. Moin. Survival! Entschuldigung. Wen ermordest du da eigentlich immer, wenn du das sagst? Lurche. Achso. Mit Leidenschaft. So. Gut, das ist aber auch wichtig dann. So, warte. Oh, ich habe keinen Baumharz mehr. Das ist ja mal was Neues. Hä? Okay, der sieht jetzt plötzlich nicht mehr so attraktiv aus hier hinten, aber ist egal. Brauchen wir noch Stöcke? Ja, immer. Glaube ich, oder? Also für drinnen, für draußen. Haben wir Stocklager, wo wir das reinpacken können? Ja. Stocklager haben wir leider noch nicht. Obwohl doch, neben Kamin haben wir einen. Der sollte ja so aussehen, als würde man das in Feuer legen, aber... Gut. Der Erfolg... Weiß nicht, wie viel da aber reingeht, ne? Das weißt du auch nicht. Nee, keine Ahnung. Ich könnte sonst draußen auf der Terrasse noch ein paar Stocklager bauen und sowas, damit wir immer Vorrat haben und Baumstammlager und sowas. So. Okay. Ach ja. Mühsam, jetzt das Eichhörnchen. Heute ist ganz schön ruhig, ne? Ja, das stimmt. Sonst hat der Wind mal gefegt oder so, aber irgendwie gar nicht. Also. Ja, aber auch Ureinwohner so sind relativ ruhig gerade. Das macht mir ein bisschen Sorge. Na gut, wobei, guck mal, das ist ja Knochenlager. Meinst du, müssen jetzt erstmal wieder nachfüllen? Ja, das muss, glaube ich, erstmal wieder arbeiten. Aber wie ist das, wenn wir jetzt quasi... Wir haben jetzt quasi dieses Flugzeugabsturz-Ding da kaputt gemacht, ne? Ja. Kriegen die jetzt überhaupt noch Nachschub? Das wäre interessant. Ach ja, ach nee, die werfen ja. Die sind ja irgendwie fruchtbar in sich selbst. Die müssen ja gar nicht mehr, die haben ja keine Geschlechtsorgane, außer die Muschikläuse, glaube ich. Und die wirft ja. In Masse. Da ein bisschen eklig. Ja, was willst du machen? So ein bisschen wie Mutter wollen die, ne? Gut, ich kenne die nicht persönlich. Ich auch nicht, aber die viele Kinder. Ja, gut. Sicherlich zugelaufen.
Ich würde mal gucken, ob ich nicht in einen Baum hier so einen Harzsammler machen kann. Aber den dürfte man auch nicht wegkloppen. Entschuldigung. Den dürfte man auch nicht wegkloppen. Hier sind diese Vogelhäuser dran. Nee, okay, schade. Nee, hier ist kein Baum, der es nicht verdient hätte. Ja gut, das stimmt. Da bin ich mit dir einer Meinung. Eigentlich wären mir mehrere Harzsammler sogar lieber. Was theoretisch gehen würde, wenn der Topf respawnt. Also wenn der Topf beim Lager respawnt hinten. Beim Zeltlager. Hier kann ich ihn nicht bauen. Der ist immer wieder neuer. Hier kann ich, glaube ich, nicht bauen, weil hier diese Vogelhäuser sind, diese. Oder? Ich glaube, deswegen geht das hier. Okay, wir bräuchten, glaube ich, tatsächlich noch ein Stocklager direkt. Oh, okay, warte. Ich kümmere mich gleich drum. Danke. Danke. Ich mache bei den Kaninchen mal so ein Ding dran hier. Hä, das geht gar nicht. Warum geht denn das nicht? Geht das nur bei bestimmten Bäumen? Oh ja. Ich muss doch vorher freundlich fragen. So, jetzt habe ich meinen Topf. Ich habe meinen Topf gerade geopfert für einen Harzsammler. Nein. Ja, leider ja. Nicht der Topf. Oh, doch, der Topf. Okay. Ein Stocklager, sagst du? Ja, vielleicht sogar noch zwei. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade den Wagen nochmal voll gemacht. Krass, ne? Alter. Das ist so geil hier. Alles fertig gebaut. Boah. Okay, Stocklager. Ich guck mal ganz kurz. Dann lass mal eben schauen. Was haben wir denn hier alles? Wir haben den Schlittensteinlager, Baumstammlager, Stocklager. Das Stocklager sieht irgendwie ganz scheiße aus. Ja, leider ja. So, warte. Ich orientiere mich mal an den Bodenfliesen, nicht an dem Steinding. So. Ich finde es toll, dass die Musik hier draußen die ganze Zeit dudelt. So. Wenn du einen Stocker loswerden willst, ich mache hier draußen gerade noch so 3-4 Baumstammlager. Ja, finde ich gut. Oh, schade. Hm? Ich dachte, ich schaffe den Sprung. Aber ich habe den Absprung nicht geschafft, Erik. Oh Mann, Tobi. Das wird nicht gut ausgehen für dich. Tut mir echt leid. Oh, dann kriegen wir die Stöcker wenigstens los. Ja, genau. Stöcker. So. Baumstammlager können nichts schaden, oder? Nö. 4 Stück reichen hoffentlich. Und dann daneben kann man noch Stock... Obwohl, da gehen noch mehr eigentlich. Da passen ja locker noch mehr hin. Und dann noch ein Steinlager und dann noch Stocklager. Das geht ja locker hier. Man will natürlich nicht übertreiben. Aber eins können wir noch. Nee, machen wir ja eh nicht. Eins geht da auf jeden Fall noch. Oha! Was denn? Alter, ich bin wieder mit dem Ding gegen den Stein gefahren und wieder voll hochgeflogen. Alles gefixt, Tobi. Das ist alles gefixt. Ich merke das schon. So. Ja, das reicht an Baumstammlagern. Wie der Tobi da draußen rumfährt. Hui. Und da sind das alle Stöcker? Ja, cool. Ja. Ding, 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 ding. Oh. Nice. Voll geil. Okay, viele passen aber echt nicht drauf, ne? Nee, ist ein bisschen witzlos. Ich will noch ein paar sammeln, dass wir das Ding hier fertig kriegen. So. Cool, dann haben wir Baumstammlager und dann könnte man theoretisch noch Stocklager machen und Steinlager. Theoretisch. Was los? Ich komme nicht durch, es regt mich auf. Jetzt bleib mal geschmeidig. Nee, es regt mich voll auf. Oh, Tobias, nein.
Jetzt bewahr doch erstmal die Ruhe. So. Okay, passt das einigermaßen? Oh ja, sollte gehen. Ich könnte sogar... So. Oh, Beeren. Geil. Ist das auch Beerenmarkenqualität? Natürlich. Oh, ja, dann ist gut. Ich möchte es doch hoffen. Dann befürworte ich das. Das ist natürlich in der Natur gewachsen. Ich gehe mal davon aus, ja. So. Genau wie die Beerenmarkenmilch, die natürlich auch am Baum wächst. Das ist richtig. So wie Beeren, die auch am Baum wachsen. Bären. Bei Bärenmarke frage ich mich halt immer, ist das Bärensperma? Oder warum heißt das so? Was hat denn ein Bär mit Milch zu tun? Das habe ich mich immer gefragt. Und ich wollte nie die Antwort wissen. Ich will es, glaube ich, auch nicht wissen. Nichts geht über Bärensperma, Bärensperma, Qualität. Klingt als Slogan nicht so griffig, ne? Ich habe auch schon Besseres gehört, tatsächlich. Verleitet mich jetzt nicht dazu, mir das in Kaffee zu schütten, wenn ich ehrlich bin. Nein, warum denn nicht? Das ist doch so sahnig mild. Und es gibt ein schönes Schaumkrönchen. So, zack. Yeah. Boah, ja, jetzt richtig ab. Schön, schön, schön. Also, wann sind die Rehe denn so flink? Wie flink? Wieso Rehe, Tobi? Nee, das wäre mir halt ja beinahe durch hier, ne, reingelaufen. Ah, deswegen so flink. Ah, ja klar. Da kann man gar nicht mehr reagieren halt, ne? Nee, die sind einfach so schnell, zack, haben sie die Machete schon im Kopf stecken. Lachend in die Kreissäge haben wir das früher genannt. Ja. Was? Das hieß einfach so. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Gelegenheit genau, aber es hieß immer lachend in die Kreissäge rennen. Okay. War so ein Familienevent. So, Kinder, jetzt üben wir mal was. Habt ihr keinen Revolver für russisch Roulette gehabt oder was? So. So, die Stöcker müssen reichen. Wunderbar. Alles klar, Träumchen. Kuhm, Kuhm. Sehr gut. Oh, Vorsicht vor den Fallen. Auch wenn die, glaube ich, noch nie was gebracht haben. Die Fallen, ja, einmal, als ich nicht aufgenommen habe. Ah, nice, Erik, nice. Einmal, als du nicht da warst. Okay, wieso geht das Steinlager da nicht hin? Oh, ist schon alles fertig. Ja, ja. hier kommt noch ein Steinlager hin. Komischerweise das Steinlager, also mein Stein, ich würde ein Steinlager anders bauen, wenn ich ehrlich bin. Hä, was ist denn hier los? Warum kann ich das hier nicht bauen? Das Feuer weg gerade. Du hast es fertig gebaut. Nein, Tobi! Wieso? Das ist super lieb, aber jetzt kann ich das andere Ding nicht mehr hier hinbauen. Hä? Ja, aber bescheuert, war das jetzt überlappt? Oh, ist das bescheuert. Ja, okay, wir haben genug Stöcke, also raus weg. Ja, okay. Muss ich nur kurz wieder... Wie bescheuert ist das denn? Ja, ist es. Was willst du machen? Das ist halt zu Forest. Okay, warte mal, ich muss leider ganz kurz... Ich hoffe, jetzt greift niemand an. Oh, PvP-Spielerschaden haben wir jetzt ausgemacht gerade. Cool. Nice. So, ganz kurz. Vorsicht. Oh, nein. Boah, Action. Warte. Ich hätte es auch schon vorher bauen sollen. Jetzt hätte
Ja, sonst hätte ich es mit den anderen überlappen lassen können. Das geht jetzt nicht. Überlappen. So. Da war immer noch Platz, okay. Hat ein bisschen was von Salzstangen hier, diese Stocklager. So. Ich glaube, es müsste reichen, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Ja, dann let's go. Ja. Okay. Schöne Dachterrasse, ein bisschen zugebaut, aber hilft ja nichts. So. Oh, ich muss mal was essen gerade. So. Schön. Ja, hallo. Ah, köstlich. Gut. Ist es wirklich mehr so ein Vorratslager hier irgendwie für alles? Ja, aber es ist okay, glaube ich. Ja, das passt schon. So, huch. Okay, ansonsten drin, ja, Pfeile könnte man sammeln, pipapo. Knochen sammeln wir ja eh schon. Ich würde sagen, diese Folge lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Nächste Folge sollte man dann wirklich mal zu den Höhlen laufen. Ich weiß gar nicht, was uns jetzt noch fehlt, so bautechnisch. Haben wir noch irgendwas nicht gebaut? Also wir haben vieles nicht gebaut, glaube ich. Ja, gut, man könnte noch ein Pavillon bauen oder sowas, aber... Ja, gut. Weiß ich nicht. Muss man das? Ja, müssen, Tobi. Müssen ist immer relativ. Wir könnten natürlich dann irgendwann mal im Schneegebiet ein Pavillon bauen. Das wäre natürlich nice. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Oder so ein Baumhaus, das könnte man auch noch bauen. Ich bin froh, dass du das sagst. Nee. Hm? Das wollte ich nämlich gerade machen. Oh. So. Geht das hier dran? Ach, das ist aber so ein Baumhaus. Da kann man nichts mit machen, ne? Oh, falsches Dingens. Alpines Baumhaus. Baumplattform wäre das, glaube ich, eher. Weil mit dem Baumhaus kann man, mit dem Baumhaus kann man nichts machen. Also das ist ein Baumhaus, ist ganz cool. Aber da, Kann man nicht rein oder sowas. Du kommst schon rein, aber du kommst halt nicht auf der anderen Seite wieder raus. Das ist halt einfach wirklich nur so eine Hütte. Ach so. Okay. Das bist du. Ah! Tobi! Hast du ausgeschaltet, dass die Sachen kaputt? Ja, hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Okay. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein, Igitt. Das ist wirklich widerlich. Moin! Oh Gott, er ist runtergefallen, alles gut. Kommt er wieder hoch? Alter, dieses Mistbaby. Ich bin bei dem gar nicht sicher, der springt doch gleich wieder hoch, oder? Boah, Alter. Moin! Ha, ha, ha. Arschloch. Arschloch. Hängt da eigentlich ein Mädchen unten dran wieder? Nee, ne? Ich glaube nicht. La 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 la. Gut, dass er nach unten gesprungen ist. Ich hoffe, er springt nicht wieder hoch. Oh, ey, mit drei Pfeilen, ernsthaft? Wie auseinandergefallen ist. Oh, hier. Da eine Mutantenrüstung ist einfach rausgefallen. Das war's? Huch! Oh! Der vermehrt sich! Lass ihn mal, komm, wir greifen ihn nicht an. Wir gehen einfach weg. Mal gucken, was passiert. Wir gehen einfach weg. So, hast du gerade umgebracht? Nein, ich geh weg. Ich hab nichts gemacht. Voller Vorwurf. Oh, der ist so süß. Guck mal. Ja, das sind zwei. Und die vermehren sich.
glaube, einer ist ins Wasser gefallen, oder? Vermehren die sich noch weiter oder bleibt das jetzt dabei? Okay, einer ist wieder im Wasser. Nee, da sind auch zwei geworden, aber die ertrinken gleich, weil die doof sind. Okay, was passiert, wenn wir ein bisschen weiter weggehen und die vom Wasser weglocken? Das ist so cool einfach. Die können sich momentan noch zu nichts verbinden hier, ne? Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Achso, okay. Wollen wir einfach mal in der nächsten Folge rausfinden, was die genau machen können? Das ist eine gute Idee, aber wir sollten das vielleicht irgendwo in Entfernung tun. Das können wir. Ich glaube langsam. Oh, können die sich verbinden jetzt schon? Das Problem ist, dass sie sich alle verdoppeln können jetzt. Je mehr es werden. Oh ja, guck mal. Ja, Mann! I, der hängt am Baum! I! Alter, ist das widerlich! Boah! Okay, lass mal ganz kurz zum Haus gehen schon mal, oder? Damit wir uns reinstellen. Ja. Ich möchte nämlich nicht wieder. Oh Gott, der ist echt flink hinterher. Boah, so das viele I. Gut, dass wir einen kleinen Vorrat haben. Den jetzt da hinten am Baum rum. Alter, mit der Musik. Voll schön. Aber es ist doch voll schön, neue Nachbarn zu haben. Sie trollen durch den Wald. Ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Ich find's irgendwie schön. Ach, guck mal hier. I! Okay, wir sollten reingehen. Tobi, wir sollten reingehen. Oh, I! Okay, Alter, das werden immer mehr. Guck mal jetzt. Oh Gott, die formieren sich gerade zu irgendwas. Uff. Tobi, ich habe eine Idee. Wir gehen rein. Oh! Alter, wie cool. Oh Gott. Oh, wie uncool. Wo ist es? Es ist im Haus? Nee. Es ist im Wasser neben dem Haus. Okay, ich muss ganz kurz... Lass mal ganz kurz nach oben auf die Dachterrasse gehen. Ach ja. Stimmt, die haben wir ja auch noch. Boah, Alter, wie das hier am Wackeln. Alter, oh. Okay. Igitt, i. Einige davon müssten aber ertrinken, ne? Also es müsste jetzt eigentlich nach und nach kleiner werden. Wo bist du denn? Bin hier oben, in Sicherheit. Achso. Was ist denn? Was ist das Wackeln hier? Oh. Oh ja, die ertrinken tatsächlich alle. Haha. Was denn? Oh! Haha. Jetzt, jetzt sind die auf dem Dach, Alter! Schön! Wie sich das gerade so Resident Evil-mäßig neben dir aufgebaut hat. Ey, guck mal! Hier flimmert gerade alles. Guck mal hier hinten! Oh Gott, aua! Alter! Ja, lass mal kurz reingehen und die Folge beenden. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Hier, guck mal, hier auf der Zwischenetage, da sind wir doch sicher. Hier ist noch ein bisschen dunkel. Hier kann man auch wieder Vorräte anlegen. Toller Raum dafür. Wo bist du denn? Hier, hinter dir. Ach, da. Guck mal, hier haben wir noch eine ganze Etage, mit der wir was machen können. Ja, würde ich sagen, nächste Folge gucken wir uns mal unseren neuen Freund an hier. Ja, würde ich auch mal bauen. Geil. Cool, neues Haustier. Geil. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.